Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Judy und dieses Video ist ein Get Ready With Me, denn ich war vor kurzem auf eine Hochzeit eingeladen. Und da ich sowohl Make-up als auch Haare selber gemacht habe, dachte ich, zeige ich euch einfach mal alles, was ich gemacht habe. Falls euch das interessiert, bleibt gerne dran. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Video. Losgelegt habe ich mit den Haaren, damit die mir später nicht mehr im Gesicht rumhängen. Und zu Anfang braucht ihr so ein paar von diesen durchsichtigen Haargummis. Ihr könnt natürlich auch welche nehmen, die in eurer Haarfarbe sind, aber die transparenten passen natürlich zu jeder Farbe. Zuerst habe ich mir im oberen Kopf eine Partie abgeteilt, ganz vorne, und die erstmal glatt gestrichen, damit ich da besser mit arbeiten kann, denn der hintere Part davon soll jetzt antupiert werden. Das gibt ordentlich Volumen in den Haaren und euer Kopf sieht dann nicht ganz so platt aus. Ich finde das persönlich einfach ein bisschen schöner, wenn es ein bisschen Volumen hat, als wenn das Haar ganz platt am Kopf anliegen würde. Die komplette obere Haarpartie habe ich danach zusammengenommen. Und wichtig ist dabei, dass ihr jetzt nicht zu stark an den Haaren zieht, damit ihr das Tupierte nicht wieder kaputt macht. Alles, was ich an der Seite zu viel gegriffen habe, habe ich rausgebürstet. Und dann nochmal das Deckhaar glatt gestrichen, damit das nicht so zerzaust aussieht, und diese obere Haarpartie dann mit einem dieser Haargummis fixiert. Wichtig bei dem Zopfgummi, das ihr da benutzt, ist, dass ihr das so tief wie möglich am Hinterkopf ansetzt, denn es ist nämlich später leichter zu verstecken. Die Haare, die aus dem Zopf dann noch raushängen, habe ich gekämmt, damit dann später keine Knoten darin sind, die ich nicht gebrauchen kann. Am Hinterkopf angekommen, teile ich meine Haare grob in zwei Partien. Das muss nicht super perfekt sein, man sieht das später sowieso nicht mehr. Und jede dieser Partien fixiere ich dann in einem Zopf. Auch hier ist es egal, wenn die nicht ganz gleich hoch sind, man sieht es später sowieso nicht mehr. Diese Zöpfe werden jetzt jeweils gedreht. Ich habe da keine Kordelzöpfe gemacht, also habe mir dann nicht wirklich viel Mühe gegeben, einfach nur immer übereinander gelegt, sodass später beim Zusammenlegen der Haare und beim Hochstecken eine interessantere Struktur entsteht, als wenn ihr die einfach nur glatt lasst. Ich habe die einfach bis ganz unten getwistet und dann unten wieder mit so einem Zopfgummi fixiert. Das natürlich bei beiden Strähnen gemacht. Und die Enden der Zöpfe werden jetzt in das obere Zopfgummi mit reingesteckt, sodass ihr zwei Schlaufen erhaltet. Eine der Schlaufen zieht ihr dann durch die andere durch und fixiert sie dann auf der neuen Seite. Je nachdem, wie lang eure Haare sind, kann es sein, dass ihr dann nochmal so eine Schlaufe eindrehen müsst. Bei mir war das jetzt der Fall, ich habe aber auch wirklich sehr lange Haare. Wenn ihr einfach nur über das Zopfgummi drüber kommt, könnt ihr natürlich das einfach sofort feststecken. Das habe ich mit einer Mischung aus Bobbypins und Haarklammern gemacht. Und wenn die eine Seite fixiert ist, kommt natürlich auch noch die andere Seite dran, die dann auch rübergelegt wird. Und das habe ich jetzt einfach so lange gemacht, bis sich das einigermaßen fest angefühlt hat. Damit es nicht ganz so streng und festgezogen aussieht, habe ich dann einige Strähnen nochmal so ein bisschen lockerer gezogen und wie mir das halt gepasst hat, einfach festgesteckt. Da ich hinten keinen Spiegel hatte, habe ich dann auch mit dem Handy nochmal nachgeholfen und von hinten mir einfach fotografiert, wie es gerade aussieht, damit ich weiß, wo ich nacharbeiten muss. Einfacher ist es natürlich, wenn ihr jemanden habt, der euch dabei helfen kann. Ich habe momentan relativ lange Babyhaare, insbesondere am Haaransatz vorne fallen die natürlich sehr auf. Deswegen habe ich mir da so ein paar Strähnen rausgepickt und die dann nochmal explizit mit einem Lockenstab gelockt. Wenn ihr das macht, ist wichtig darauf zu achten, dass diese Strähnen jeweils von eurem Gesicht wegzeigen, sodass sie euch nicht stören. Das sieht auch einfach ein bisschen schöner aus. Die Haare waren damit fertig, ich habe das natürlich noch mit Haarspray fixiert und dann kann es mit dem Make-up losgehen. Falls euch das jetzt gefallen hat, dass ich auch mal gezeigt habe, wie ich meine Haare mache, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Als erstes habe ich meine Augen gemacht, dass falls etwas Lidschatten aufs Gesicht bröselt, ich den noch ganz leicht wegbekomme. Und dafür als allererstes die Lidschattenbase von Make-up Factory verwendet, die ich mit einem Finger aufgetragen habe, da sie so richtig schön mit der Haut verschmelzen kann. Als Lidschattenpalette verwende ich die 1991 Palette von Alicia Marie mit BH Cosmetics. Die Farbe Soft Spot trage ich in der kompletten Lidfalte auf und das mache ich mit einem fluffigen kleinen Pinsel, damit das richtig schön sanft ausgeblendet ist. Und das geht auch fast bis zur Augenbraue nach oben. Dieselbe Farbe habe ich auch am unteren Wimpernkranz aufgetragen, damit es einfach ein harmonisches Gesamtbild ergibt.
Die etwas dunklere Farbe Lovesick trage ich direkt in der Lidfalte auf, mit demselben kleinen Pinsel. Da lasse ich mir auch richtig schön viel Zeit, dass ich die wieder richtig sanft ausgeblendet bekomme. Und durch den rosa Stich zieht die den kompletten Lidschattenlook in so eine rosa Richtung, was ich sehr schön fand. Mit dem matten Hautfarbenton Afterlife gehe ich auf mein bewegliches Augenlid. Ich finde das momentan einfach richtig schön, helle, matte Lidschatten auf das bewegliche Lid aufzutragen. Ich weiß gar nicht warum, ehrlich gesagt. Aber das öffnet das Auge optisch nochmal dadurch, dass die Farbe viel heller ist. Mit einem Pinsel komplett ohne Farbe gehe ich nochmal über alles rüber, um das richtig schön sanft ineinander zu blenden, damit keine harten Kanten mehr übrig bleiben. Und mit einem schwarzen Single-Lidschatten von Make-Up Factory zeichne ich zwischen den Wimpern die Bereiche dunkel. Das hilft mir dann später, wenn ich falsche Wimpern draufpacke, dass die nicht mehr so offensichtlich zu sehen sind. Das nennt man Tightlining, wenn man das mit einem Kajal macht. Ich weiß gar nicht, ob das bei Lidschatten dann genauso heißt, aber mit schwarzem Lidschatten funktioniert es für mich einfach viel einfacher. Zum Schluss kommt das Highlight des ganzen Lidschatten-Looks, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Dafür verwende ich den Duochrome Illusion. Und der gibt dann entsprechend nochmal so einen Farbtupfer, der je nach Lichteinfall so ein bisschen anders aussieht. Hat aber, wie ich finde, sehr schön zu meinem dunkelblauen Kleid gepasst. Mit der wasserfesten Hypoallergenic Mascara tusche ich mir noch die Wimpern, dass die schon mal schwarz sind und dann später bei den falschen Wimpern nicht so auffallen. Und dann kann das mit der Base weitergehen. Dafür verwende ich ebenfalls von Hypoallergenic den Concealer, da der nicht so eine mega hohe Deckkraft hat, und arbeite ihn mit einem Make-up-Schwamm ein. Bei diesem Make-up-Look habe ich auch wieder komplett auf Foundation verzichtet, da es sehr warm war und ich da einfach kein Freund von bin, mir das Gesicht komplett zuzukleistern. Vor allem hatte meine Haut einen extrem guten Tag und da hatte ich es eigentlich gar nicht nötig, so viel drauf zu packen. Von daher, warum soll ich das tun, wenn ich es nicht nötig habe, ne? Ein paar Stellen in meinem Gesicht waren aber doch so ein bisschen gerötet, deswegen habe ich da den Concealer nochmal aufgetragen. So ein paar Stellen in meinem Gesicht waren dann doch irgendwie so ein bisschen gerötet, zum Beispiel auf der Stirn und auf dem Kinn. Die habe ich dann mit dem Concealer nochmal abgedeckt und in Summe war ich da wirklich sehr zufrieden mit. Mit dem HD Studio Concealer von NYX, der meine Hautfarbe hat, gehe ich jetzt auf so ein paar gerötete Stellen in meinem Gesicht. Das hat für mich einfach viel besser funktioniert, genau diese Stellen gezielt abzudecken, als das komplette Gesicht zuzuklatschen. Und um meinem Gesicht jetzt wieder so ein bisschen Form zurückzugeben, verwende ich die Highlight in Contour Pro Palette von NYX, und zwar den Konturton unten rechts. Den trage ich eigentlich fast nur unter meinen Wangenknochen auf, aber auf so eine Art, dass es gar nicht so wirklich auffällt, dass ich konturiert habe. Der kommt auch auf meine Schläfen und so ein bisschen auf die Stirn, damit die etwas kürzer erscheint. Dann habe ich mal wieder meinen Highlighter von MAC rausgekramt. Das ist die Farbe Light Skipade. Ihr kennt aus der Reihe sicherlich den Soft and Gentle. Genauso wie der kleine Zwillingsbruder ist Light Skipade auch richtig schön sanft und sieht fast schon nass aus auf der Haut. Das ist auf jeden Fall so ein richtig, richtig schöner Erwachsenenglow, so wie Hattie das sagen würde. Meine Augenbrauen habe ich mit dem Eyebrow Stylist Set von Essence nachgezogen. Die sollten nicht so hart aussehen, deswegen habe ich mich dafür Puder entschieden. Mit dem transparenten Wimpern- und Augenbrauengel von Alverde fixiere ich dann noch meine Augenbrauenhärchen und trage mir die MAC Lashes in der Variante Beauty auf. Auf den Lippen dann noch die Soft Matte Lip Cream von NYX in der Farbe Stockholm. Einfach mein All-Time Favorite Nude Lippenstift. Und zum Fixieren des Make-ups natürlich noch das All-Nighter Setting Spray von Urban Decay. Und hier seht ihr jetzt nochmal den Make-up-Look in Kombination mit dem Kleid, das ich anhabe. Fun Fact, diese Aufnahme ist abends entstanden, 10 Stunden oder so hatte ich das Make-up da schon drauf und es sieht immer noch aus so wie vorher, also ich bin mega begeistert. Hier unten rechts könnt ihr sehr gerne meinen Kanal abonnieren, damit ihr keine weiteren meiner Videos verpasst. Außerdem verlinke ich euch hier oben rechts eins meiner Videos, sodass ihr jetzt sofort weiterschauen könnt. Ich hoffe sehr, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss!